Servus miteinander. Wieder mal Zocker-Content vom Allerfeinsten. Lang ist her und beziehungsweise abbrochen worden ist her. Denn der Shotgun Gerhard entstaubt wieder mal seine ganzen Sachen. Ich habe das Projekt Shotgun Gerhard ein bisschen abbrechen müssen, weil mir das Half-Life einfach immer abgestürzt ist zwischen die Ladezeiten. Und das ist mit der Zeit so nervig geworden. Jetzt habe ich gesagt, schnappe mir das HD-Remake quasi von Half-Life Black Mesa und dann sollte der Laden laufen. Ich habe jetzt einmal die Anfangssequenz habe übersprungen, weil die ist langweilig. Man sieht nicht viel. Man sieht einen Zug und man sieht nochmal. Und ja, muss man sie jetzt nicht unbedingt geben. Ich habe gesagt, wir hauen uns direkt ans Ende rein, beziehungsweise am Anfang. Und ich hoffe, es klappt diesmal besser als vorher. Ihr müsst jetzt leider nur mal den Werdensweg des Gerhards mitverfolgen. Was zum Spiel? Muss man nicht viel sagen. Es ist Half-Life 1 HD. Prostata. So, also. Es fängt ganz stinknormal an mit dem Kameraden, der wo uns hoffentlich das gerade aufmacht. Sowas zum Spiel an sich. Es ist, also die Steuerung ist gleich. Ich habe ein bisschen reingeschaut vorher, weil testen habe ich schon müssen. Aber so habe ich jetzt keine Unterschiede gefunden. Also Waffen habe ich jetzt noch keine. Laufen ist normal. Das Einzige, was mir ein bisschen aufgefallen ist, das ist Kopfschwanger. Seht ihr das? Ist ein wenig eigenartig. Muss mich nicht so drauf gewinnen. Aber sollte hinhauen. Also wer das Anfangsding jetzt noch nicht kennt, die haben sich da wirklich Mühe gegeben. Also muss man auch mal würdigen. Den Raum gibt's normalerweise gar nicht. Den haben die einfach mit eingebaut. Weiß es keiner. Machen sie es einfach. Andermale Materie. Das ist jetzt quasi das erste Kapitel. Die wo das vorher gesehen haben und Half-Life kennen. Es ist nichts anderes. Das erste, was wir jetzt machen müssen, ist unseren Anzug holen. Und die, die es nicht kennen, vielleicht kann der sein. Erst einmal Schande über euer Haupt. Wir sind ein Wissenschaftler, der kommt spät zur Arbeit und wir müssen jetzt irgendein Experiment machen. Und dafür müssen wir uns erst einmal die Arbeitskluft holen. Und das machen wir am besten jetzt gleich. Da ist er ja schon. So. Höher. Ja, das meine ich. Das schaut doch wieder schön aus. Richtig mit Bootvorgang und alles Mögliche. Aber jetzt will ich doch noch was anderes machen. Was labert jetzt die Stimme da die ganze Zeit? Oder der Futzen? Ja. Ist okay. Ja, laber du erst einmal. Ich trinke jetzt erst einmal einen Schluck. Prost, Leute. Mhm. Also wir haben anscheinend alles. Drahtloses Funkgerät. Irgendein Telekom, Scheißdreck. Wir sind auf dem neuesten Stand. Der erste kleine Notfall, den wir haben, ist der Sepp, der wo am Scheißen hockt. Und jetzt darf es mich mal blenden interessieren. Basiert übrigens auf einem Engine, wo man Sachen hochheben kann. Also ich habe jetzt da das in der Hand. Und dann hoffe ich, kann ich es ihm geben. Bitteschön. Ja, der braucht ein Scheißpapier. Da hast du 10 mal auch noch. Für die ganz großen Sachen. So, passt. Okay. Packen wir es wieder. Wir haben ja schließlich noch Arbeit zu machen. Servus. Ich mache gerade Pause. Ich nehme was mit für später. Nein, das ist cool. Weißt du, man kann alles nehmen und ja, man kann es rumschmeißen. Man kann da Mülleimer und schaut's her. Ganz witzig. Das wäre uns, glaube ich, sogar später noch für gewisse Sachen hilfreich sein. Wenn man nicht alles täuscht. Ich habe das schon mal vor Jahren, glaube ich, kurz gespielt, aber da hat es nur die Map oder quasi den Anfang gegeben, da war es eine Demo. Irgendwie sowas. Ja, Drecksarbeit. Kannst du laut sagen. Ich hoffe nur, dass man den Ingame-Sound hört. Da haben wir ja letztes Mal ja wohl Probleme gehabt. Weil, wie gesagt, ich bin kein Profi in dem Metier. Sollte hinhauen. Ich muss alles gecheckt haben normalerweise.
Ihr wisst ja, wie es ist. So. Lass mich durch. Ah ja, das waren die Ladezeiten übrigens, wo mir beim alten Half-Life die Spiele abkackt sind. Liegt es am Aufnahmeprogramm? Liegt es an meinem PC? Ich weiß es nicht. Das weiß ich nicht. Grüß euch, Boom. So, schaut natürlich schon alles cool aus. Brauchen wir nicht drüber reden. Also wenn man quasi nur die Half-Life-Vorlage hat. Respekt, muss ich sagen. Hey, Fräulein! Ja, ja, hallo. Müll. Bitte in den Mülleimer. Sie fix aber da. Mei, mei. Wir müssen denen alles machen. Also. Servus, ihr Kontrollmänner. Heutere! Blöd ist jetzt natürlich nur, dass das deutsche Untertitel hat. Also. War schon cool, wenn die Deutsch reden würden. Da muss ja nicht alles übersetzt werden. Logisch. Aber das wird jetzt nicht so schlimm sein. So viel labern die nicht mehr. Lang gibt es eh nicht mehr, wahrscheinlich, die Kameraden. Ui, schau mal. Die haben sogar Tassen und alles. Wahnsinn, hä? Ui! Oh! Also, man kann mal sagen, was man will, aber stabile Tassen. Wahrscheinlich auch stabile Kaffeebecher. Das gibt's ja nicht. Kann man nicht mehr. Ist es wenigstens? Ist der gewartet? Wo ist das TÜV-Siegel? Mei, ihr seid ja Burschen, hä? 100 Milliarden in solche Maschinen ausgeben, aber dann. Keine Feierlöscher, keine gescheiten. Kann ich da runter? Nein. Cool ist natürlich, das wird im Laufe des Spiels eh noch öfter kommen. Da, jeder sieht uns und er sagt: Ah, Gordon, servus, Gordon. Oder Hermann, Entschuldigung. Nein, nicht Hermann, Gerhard, was sag ich denn da? Was sag ich denn da schon wieder? Übrigens, die Sau ist auch am Start. Ein bisschen als mentale Stütze. Halt, Ere! Mach mal auf! Oh, so. Und da sind wir doch schon wieder daheim. Das kennen wir doch irgendwoher. Trinken wir zuerst einmal einen Schluck, bevor die da. Also im Grunde sagen die nichts anderes als, die haben einen Store gefunden und der ist super schön, den müssen wir irgendwo einführen. Resonanzkaskade, genau. Wer weiß, was das ist? Genau, ich weiß es schon, ich habe das ja gelernt. Bin ja Wissenschaftler. Mhm. Geht nichts schief? Er sagt ja. Schau gut aus. Was sagst du? Ja. Passt. Kann ich die... Die Fassel sind schon da, gell? Ja, ja. Ihr seid schon so ein Hund. Oh. Große Maschine. Das haben sie echt wirklich schön gemacht. Kann man nicht anders sagen. Bin ich mal gespannt, wie das im Laufe wird. Weil ich habe erst... mitkriegt, dass die letzte Map, sag ich jetzt einmal, ich sag noch nicht, dass das ein anderer Planet ist, haben's da hinzugefügt und es muss wirklich schön ausschauen, also. Ja. Druck! Oh, schau, sogar Überwachungskameras haben's. Wow! Jetzt hab ich ihn gedruckt, oder? Ja, passt. So. Was kann man noch dazu sagen? Ja, es ist Half-Life. Gerhard, wieder. Jetzt müssen wir quasi durchkauern, bis wie lange habe ich es gespielt. Ich weiß es nicht. Bis zu den Greiferarmen oder irgendwie sowas. Glaube ich. Auf jeden Fall. Wo ist das Teil? Da, genau. Wenn wir da jetzt was Neues schämen. Ihr wisst es ja, was. Ihr wisst es ja eh. Nur ihr wisst es ja eh. Ah. Erst mal gescheit sitzen. Ja, sagt's auch, oder? Ja.
Es ist auf jeden Fall sehr hell, würde man sagen. Können Sie das lesen überhaupt? Ich weiß nicht, ob das so HD-mäßig ist, dass man das lesen kann. Mal schauen. Ah ja, da ist unser Stor. Der ist auf so einem Wagerl und ja, den schämen wir uns mal einfach rein, oder? Okay. War das richtig? Wow! Anscheinend war es richtig. Jetzt würde es mich mal nur interessieren, ob man da oben. Jetzt blärt es halt nicht so. Ob man jetzt da reinschauen kann. Na, oh, da brennt's. Hey! Hey, da hat sogar Aliens nun, da habt ihr es gesehen. Ist das im Original auch so? Ja. Ja, das ist im Original auch so. Da wird schnell mal dunkel. Hä? Na? Ja, pfiat die, Alter. Das schaut echt geil aus. Hab ich dir? Was bist du denn für ein Hund? Na, da freue ich mich jetzt schon drauf, wenn wir da in der anderen Welt sind. Boah! Ich hoffe, die haben es nicht auch so sau schwierig gemacht wie so eins, weil da habe ich böse Erinnerungen. Ladedaten? Jetzt. Hey, warum habe ich jetzt Schaden gekriegt? Das ist aber nicht. Nicht. Jedenfalls ist jetzt alles im Arsch. Was machen wir jetzt da? Oh, die Fassel sind hier. Geh auf! Ja, gut. Mal weg da. So. Leben. Das ist gut. Oh, schon sehr melancholische Musik im Hintergrund und alles. Er versucht, ihn wieder zu beleben. Probier's einmal ohne Sicherheitswesten. Ohne schusssichere Westen. Da kommst du nicht durch. Alter! Ja, liebe Haftpflicht, gell, es war mal wieder am Hund. Haben wir mal auf Zeiten da. Mal wieder raufgehen. Ja, Scheiße haben wir gebaut. Also durch unseren Unfall sind jetzt da Parallelwelten geschafft worden. Ja, Leute, jetzt habt ihr alles hingemacht. Das bei Schrödingers Katze, Alter. Alle Telefone her. Genau. Ich darf es ganz genauso machen. Oh, ja. Was war jetzt das? Oh, Headcrab. Erste Headcrab. Habt's gut gemacht, ja. Also, was er jetzt im Grunde gesagt hat in den 5 Minuten. Wir müssen jetzt an die Oberfläche und irgendwem sagen, dass die da alle unten sind und dass da alles im Arsch ist. Ja, das war's im Grunde. Okay, machst du auf, dankeschön. Wenn mir das nicht alles täuscht, kommt jetzt zuerst einmal ein Blitz durch die Decke geschossen, oder? Warten wir mal, was der Kamerad da vorne sagt. Ich glaube schon. Ja, doch, da war was. Muss. Ah, ja! Hat er. Ah! Ja, super, jetzt ist die Tür zu. Ich verstecke mich unter dem Feuerlöscher. Aua. Ich hol die! Ich hab die! Ha! Ich hab ihn gerettet. Super, Julian. Super gemacht. Ja, gehst halt zum Doktor. Da schaut es jetzt auch nicht unbedingt besser aus. Oh, heia! Du Sangratte, ich habe nicht einmal eine Waffe, das ist unfair. Okay. Ach du Scheiße, Alter. Also ich muss sagen,
ein bisschen mit den Texturen rumgabbert und schon macht das eine andere Atmosphäre. Respekt, habe ich nicht geglaubt. Aber wir haben ja auch viel geschrieben, warum spielst du Half-Life 1? Das gibt doch Black Mesa, das ist doch viel schöner und alles. Aber ich habe es halt nur wegen der Nostalgie gemacht. Tut mir leid. Ich wollte euch das doch nur beibringen. Die junge Leute, weißt du schon? Der Generation Z oder Y, ich weiß nicht, was das ist. Oh ja! Ja, das ist auch nicht schön. Hä? Achso, Ladezeit. Trinkpause. Sehr schön. Warum hast du eine Waffe? Naja, Sicherheitsbeauftragter. Gut. Das weiß ich auch nicht. Ich habe das auch noch nicht erlebt. Cool war es natürlich nur, wenn ich mir du jetzt hier ein bisschen vom Ding, ne? Weißt du schon. Scheiß einmal. Okay, was haben wir denn da alles? Da ist alles kaputt. Das ist schon mal gut. Du gehst jetzt einmal mit. Und da haben wir ja die Fackeln. Fackeln kann man nehmen für was genau? Leben. Oia! Ich habe den Alien angezündet. Jetzt zünden die ohne zu fragen mein Haus an. Bats! Ja. Haben wir noch mehrere? Haben wir noch mehrere Fackeln? Die ist schon ausbrennt. Da kann ich auch nicht nehmen. Nehmen tue ich übrigens mit E, falls das einer wissen will. Wahrscheinlich nicht. Aua. Das hat gebrannt. Wo haben wir denn noch welche? Da ist, denke ich mal, nichts mehr. Was macht's denn ihr? Das hat jetzt aber komisch ausgeschaut. Öha, hey. Mit Stühle nicht werfen. Bitteschön. Dankeschön. Da war bloß mein... Ah ja, das ist unser Umkleidezimmer. Und ein süßer Baby. Oh, geil. Süß natürlich. Wo ist jetzt eigentlich der andere Segel? Super. Kann ich wieder alles allein machen. Ihr Penner, Alter. Ja, gehen wir auf Zeiten. Au. Ja, tut mir leid. Ui! Du Sackerer! Nein, da. Ah, mir beißt. Soll ich jetzt nicht irgendwann einmal meine Brechstange kriegen? Na ja, da hängt's. Hallo. Servus! Das Gute sind wir Eisen. Hau noch! Hau noch! Au. Also die brauchen ungefähr 5 Schläge, dass die hier sind. Das ist... Ah, ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine Waffe. Also kein Zinderer, sondern eine Waffe. Oh! Ah ja, man kann da durch. So. Man muss sich die Headcrabs ungefähr auch so vorstellen wie die Viecher von Alien. Die hupfen einen ins Gesicht. Die legen jetzt nicht unbedingt Eier, aber die verwandeln halt die Leute in Zombies. Ja. Lehrstunde beendet. So, grüß euch Gott miteinander. Was? Ah, Waffe. Der wird es nicht mehr schaffen, oder? Ja, habe ich mir fast gedacht. Der ist auch hier. Aber jetzt haben wir schon mal die erste Wumme. Das ist gut. Waffe abfeuern, Schnellfeuer. Okay. Sehr gut. Habe ich. Ah, übrigens, das, was ihr gerade gesehen habt, so kleine Rätsel mit dem Aufheben und so, das finde ich ganz nett eigentlich, weil gibt es im Original nicht und man muss auch ein wenig denken. Es ist nicht einfach ein Koppeler, fast gespielt, so gerade ausgelaufen. Da musst du schon ein wenig Schmalz im Hirn haben. Haben wir natürlich auch. Ja, leckst du mich am Arsch, ey. Ist da irgendwo was drin, was man brauchen kann? Nicht? Dankeschön. Mein Mikrofon ein bisschen. So. Nicht, dass ihr mich nicht mehr versteht.
Warum liegt der Schnee am Boden? Das ist eine gute CO2 noch. Das ist eine gute. Oh, da ist was Explosives. Das machen wir nicht kaputt, hoffentlich. So. Also atmosphärisch haben sie das echt geil gemacht, muss ich sagen. Da ist ein Leben. Wie kommen wir jetzt da wieder raus? Hallo? Ah, okay. Das war anscheinend richtig. Also, da haben sie wirklich Leid Mühe gemacht. Weil das gibt es ja so im Originalspiel, gibt es ja das gar nicht. Finde ich schon ganz nett. So, Waffe. Wo ist die Waffe? Na gut, die brauchen jetzt auch 5 Schüsse. Dann muss ich mal rechnen. Ah ja. Kann ich gar nicht rechnen. Ja. Hallo? Ja. Ja. Da haben sogar... Ich hab das Auge. Schau mal, Mama, ich hab was gefangen. Hui. So. Die Tentakelmonster können wir auch noch. Warte mal, können wir denen Fässer zum Fressen geben? Da ist er her. Kriegst du was? Schmeckt nicht, oder? Jetzt nimmst du den nächste. Gut. Ja, okay, dann haben wir den da noch. Warte mal, wo bist denn du da? Ich habe aber jetzt dann keine Munition mehr. Hey, da ist er ja, der Segel. Hallo? Gut. Alter. Fuck, Alter, ich habe keine Muni mehr. Na gut, jetzt kommt Brechstange, Alter. Wo bist jetzt du da rausgekupft, Alter? Bei minus 96 Grad bist du da drin. Na, du Hirni, Alter. Okay, okay, okay. Wenn wir uns da mal umschauen. Ja, ich denke mal, da geht's durch. Bisschen durch den Untergrund. Hallo? Ah! Du Arsch! Und da ist nochmal einer. Ah, ich hab keine. Ich hab nichts mehr. Ich hab nichts mehr. So. Hab doch noch was. kann ich nicht rein, kann ich nicht rein, kann ich nicht rein. Mhm. Da kann ich drehen. Was habe ich jetzt genau aufgemacht? Keine Ahnung. Ja. Hab ich Thank God. Listen, I know where you can find some more weaponry. Ja, das war gut, wenn ich mehr krieg. Okay, dann kommen wir mal mit. Aber wo ist jetzt das genau dann? Geh her. Ach, ich bin jetzt da oben. Okay. Du bleibst da stehen. Ja, ja, ich mach das. Ich mach das schnell. Ja, ja, ich mach das schnell. Und letzte. So, jetzt kannst du kommen. Was, ich bleibe an ihn haften wie Hydroxyl an Alkohol. Du kennst dich aus. Mein Auge. Ja, muss ich dir das Fass leider vorbeiräumen? Sie fix, mach die Tür auf! Hüüüü, mein Herrgott, Sakrament. Oh, schaut euch das so. Also, wir haben Leben und Waffen. Geil! Granaten, hey! Wow! Wie kann ich jetzt das ausschalten? Moment einmal. Spiel. Schneller Waffenwechsel. Ah, okay. Das da wollte ich haben. Ja, also jetzt haben wir ein bisschen Pulver. Da. Und dann hätte ich gesagt, Black Mesa, schauen wir mal, wie du ausschaust. Servus.